jetzt aber nun zum Wufi. Und hinter Wufi verbirgt sich nichts anderes als unsere Abkürzung für den Wunschfilm. Ja, hallo meine Fotzenbärchens und... Klingeling erstmal. Ja. Tretratrullala. Tretratrullala. Das Trio ist wieder da. Ja, hier, Schifferhofer, Weizenmix mit Kirsche. Wo hast du das? Hau wir uns mal in eine Kirsche. Ja. Wo hast du das? An der Fleischtheke. 2,5 Umdrehung hat das nur. Das ist ja sehr leicht, ne? Aber das ist so voll Kinderbier. Lecker. Aber das aber ist sag, echt lecker. Ey, das ist mega lecker. Das ist sehr also ich, lecker. Mag, ich mag ja im Sommer dieses Schöfferhofer normale Weizen da irgendwie. Ne? Was oh, das so? Schöfferhofer Grapefruit ist genau. Richtig geil. Das ist das richtig geil. Aber das ist und, sehr lecker. Und das wir ist ein hatten bisschen ja, Dreh und Trink für Erwachsene. Ja, ja. Oder? Dreh und Trink mit Umdrehung. Ja. Ja. Dreh und Schwank. Wir hatten ja schon dieses Porter Kirsch- und Erdbeerbier. Aber ich finde, das Porter ist so hat schwer. Ja mehr das ist ja, ja. Irgendwie. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ja. Das im Winter, weißt du? Mhm. So, wir haben natürlich wieder einen Wunschfilm ausgepackt. Oder besser gesagt, es ist eine Wunschepisode. Und zwar, wir Folge haben ja, dessen? Ja, wir haben ja die He-Man-Kraftbällchen gekocht. Ne? Und was passt besser dazu als was? Richtig. Star Wars gucken. Richtig, immer. Ja, ja, kann man auch. Ja. Aber wir haben uns für Filmation Cartoons entschieden. Geil. Masters of the Universe, Staffel 1, Episode 35 wurde von der Regie ausgesucht. Und wir gucken jetzt gerade mal, was Episode 35 ist. Ja. Das ist die Schlafenden erwachen. Ja. So, und dann machen wir hier mal schön laut. Ne? Wir müssen ja hier auch was hören. Oh, das war hier dieses Burp. Ja. Vom Gorminister. Das haben wir beim Gorminister geklaut. Masters of the Universe. Und wir haben hier unsere He-Man Kraftbällchen, ne? Die wir heute auch zubereitet haben. Aber oh, die sind ganz schön weich. Ich glaube, die sind noch nicht durch. Ah, nee, da ist ja ein Ei in der Mitte. Da ist noch ein Ei in der Mitte. Ja, ja, er muss mal das Kochvideo. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das essen will. Also eigentlich warum das nimmst du Besteck? Was stimmt denn mit dir nicht? Weil ich das heute sehr. Machen wir einfach hier Prost, Alban, komm hier. Prost. Einmal die Kürze aneinander kloppen halt. Ja, echt, ey. Guten. Kürze aneinander. Also Salz und Pfeffer brauchen wir nicht mehr, ne? Salz und Pfeffer brauchen wir nicht mehr, weil wir haben ja das die Maggi-Gewürz. Ja, Maggi-Gewürz. Okay. Einmal kurz den Kiefer aushaken und dann kann man das auch essen. Ich beiß jetzt, jetzt direkt ins Ei. Ihr seht übrigens gerade das Intro. Mhm. Das kennt ihr schon. Ich hab nur Hackfleisch. Ja, ich auch. Aha. Was? Guck mal hier, ich hab hier nur Ei. Guck mal, wie das qualmen tut noch. Das raucht noch. Ey, ich dachte echt, dass das richtig scheiße wird. Aber es ist erschreckend so. Nicht scheiße. Das ist genau das Richtige zum Saufen, Alter. Die Folge fängt an. Ja. Wir müssen das hier auch aber ein bisschen, hier. Aber ein bisschen Salz auf dem Ei wäre jetzt nicht schlecht, weil das finde ich nämlich jetzt das so fad, weiß ja nicht. Auf Eier brauchen wir immer Salz und Pfeffer oder was? Vor 200 Jahren war es sogar noch unheimlicher. Ja, vor 200 Jahren. Wann spielt eigentlich Masters? Zu welcher Zeit? Vor langer, langer Zeit oder? Keine Ahnung, wie ist das Frage. Deklariert, terminiert oder so? Das ist eine gute Frage. Wie das in der Zukunft, Vergangenheit, weißt du, in einer technisierten. Ja, von dem, was wir da alles haben, würde ich sagen, in der technisierten Zukunft. Technisierte Zukunft, die aber auch viel mit Magie zu tun hat. Oder Vergangenheit. Nee. Also früher war das ja so, ne? Ja. Weil die Leute haben aber die haben doch teilweise auch voll den modernen Scheiß, deswegen passt das eigentlich nicht. Also ich muss sagen, das ist ein super Rezept. Danke, Maggi. Boah, ich ohne Scheiß. Ich schäme mich jetzt ein bisschen dafür, weil ich seit zwei Wochen habe ich darauf rumgehackt und mich darüber aufgeregt. Auf dem Hackfleisch, was wir jetzt essen, weißt du? Richtig, ich habe seit zwei Wochen gesagt, mit blanken Füßen. Wir mögen alle meine Füße. Nee, ich habe mich zwei Wochen aufgeregt und gesagt, das wird richtig kacke, das schmeckt nicht, das wird scheiße und das schmeckt. Aber das ist ganz gut, ey. Ja. Und ich kann sogar das Ei hier rausnehmen, guck mal. Aber geil ist, guck mal, die Färbung von dem Ei jetzt hier. Aha. Oh ja, voll gut. Wir kriegen gar nichts von der Folge mit. So, ist das Adora gewesen? Das ist ein Drachen gewesen. Nein, die Alte, die da in dem Sack war. Oh, das fällt direkt raus, das Ei. Hab ich doch mal gehört. Für 200 Jahre, so geht die Couple Gold. Ja,
Und während sie schliefen, wuchs sie. Ja, also die Finger super. Und das bedeutet das, falls die Legende. So, ich hab jetzt nur noch die pure Fleischmasse. Ich esse auch einfach viel schneller als ihr, ey. Naja, solange sie. Habt ihr früher eigentlich Masters geguckt? Also im Fernsehen? Ich war zu jung dafür, nein. Also ich überlege gerade, dass das. Das lief doch über Satellit dann oder so, ne? Ja, es lief auf Tele 5, lief das, glaube ich, das erste Mal. Nee, ich hab's natürlich nicht geguckt, weil es war halt echt nicht meine Zeit. Ah, krass. Nee, wie denn? Ja. Wann lief das? 88 rum oder so? Ja. Das ist mein Geburtsjahr. Ja, deswegen. Ja. Weil, aber 88 war ich 14. Krass. Und, also ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also die Hörspiele kannte ich halt, ne, davon früher halt. Da hatte ich sogar ein paar von, obwohl ich ja die Püppchen da hatte, die Barbies da. Aber, nee, das hab ich glaube ich später dann erst gesehen oder mitgekriegt, dass da überhaupt Zeichentrick von gab. Ja, war lecker. Ich bin ja bei Gierschlund, ey, ich kau nicht. Du hast ja schon. War geil. Ja, da weiß man schon, wer sich die Kraftbällchen da reinschiebt, ja. War sehr lecker. Ich nehme das später auch noch. Dann nimm. Nein. Also, ich muss sagen, ich fühle mich auch schon kräftiger. Voll, ne? Ich habe auch das Gefühl, so Bizeps hier geht. Jetzt ist es nur wieder. Nee, ich habe mal gleiche Scheiße wie immer. Wir wissen gar nicht, worum es geht. Ja, darum Bäume. Das ist doch auch egal, wir lachen doch eh. Sie liegt mit so einem Drachen da im Sarg. Ja, die haben sich 200 Jahre da lang in den Sarg gelegt und ich glaube, jetzt erwachen die irgendwann. Ich habe irgendwie gehört, irgendwie die Legende besagt. 200 Jahre haben die Liebenden da. Aber ich habe gerade überlegt, wo du das gesagt hast. Was sind so meine ersten bewussten Erinnerungen an so dieses regelmäßige Cartoon-Gucken? Ja. Und das waren auf jeden Fall Ghostbusters. Was denn? Ghostbusters? Ja. Ah, geil. Und Gargoyles habe ich auch mega abgefallen. Ich habe Gargoyles so geliebt. Ich fand die richtig geil. Wann sind die rausgekommen? Ah, das war später, das war schon 90er. Ja, aber wo habe ich das denn gesehen? Die waren geil. Gargoyles fand ich immer, das war irgendwie immer Highlight, die fand ich mega gut. Nee, das habe ich dann auch, dann war ich auch schon älter, aber Gargoyles habe ich geguckt, hab ich sogar noch VHS-Kassetten von gehabt halt und so, von den Folgen halt so irgendwie und da ging durch eine Ex-Olle oder so. Disney. Also bei Serien, natürlich bei Filmen war irgendwann so mit 7 oder 8 halt VHS, ja, gut, ne? Star Wars und Indiana Jones und dann war direkt so Harrison Ford. Ach, ja, du bist das. Ja. Das ist ja jetzt real verfilmt, Gargoyles. Oh, bitte nicht. Nein. Warum kann man denn Dinge nicht einfach mal so lassen, wie sie sind? Ich weiß es nicht. Disney kann das nicht. Nee. Aber Disney hat sich. Das sieht aus wie Augen. Guck mal, das sieht aus wie Augen von Stinkhorst. Das ist doch ein Augdings, Alter. Cool. Aber Disney hat sich schön auf den Arsch gesetzt mit den Marvels, der schlechteste Kinostart eines MCU-Films aller Zeiten. Nur irgendwie knapp 14 Millionen. Das ist ein oder was? Der alte. Ja, der war auch schlecht. Nee, das war nicht über Disney. Disney hat da richtig versagt. Finde ich super. Das ist mir nie gelungen. Das finde ich richtig, richtig gut. Ja, schon. Was haben wir jetzt? Ich liebe die Zweideutigkeit. Ja. Dein Lauttür. Ich bin ja nicht aufgepasst, weißt du? Dann bist du. Du hast mit Weiten gehört, ey. Aber Disney hat doch jetzt 100-Jähriges, ne? Und ich nehme dich. Disney hat 100-Jähriges. Ja, klar. Krass, Alter, ey. Oh, Lady Valtina hat Prinz Adam verzaubert. Ich habe meine ganze Macht des Bösen dem Wiederaufbau. Boah, die gibt es bestimmt bei als Origins, oder? Den gibt es bestimmt als Origins. Wer ist Adam? Scheint sie diesen anderen hier Prinz Adam ist er. Nein, er! Der Typ da. Mit seiner Spinne da, mit seinem Floh. Wer das ist, aber wenn sie. Guck mal, wie dumm das Gesicht von dem Floh aussieht. Ist das Fuck? Fug, die Stubenfliege Fug, seht ihr beim Minister Gorminister kocht. Mm. Ja. Nämlich, nächstes Mal wird die Fliege gekocht. Ohne Scheiß. Das ist ein gutes Gericht. Ja. Ich hätte es vorher nicht erwartet. Aber was habe ich zu dir gesagt? Entweder es wird so scheiße, dass wir es nicht essen können, oder wir sagen alle so gegen jede Erwartung. Fuck, ist eigentlich voll lecker. Ja. Das Geile ist, ja, kann man machen, ich hab überlegt. So als Party-Snack, ja, was willst du da für ein Tablett haben? Das ist eigentlich bescheuert, aber. Ich wollte gerade sagen, früher auf 80er-Jahre-Partys, das ist bei Eltern immer noch, wenn dann in unserem Keller da in einem Party. Ja, Mama hat 20 von den Dingen. Nee, da war eh jemand, die haben da mittlerweile aufgebaut, aber ja, also, da brauchst du erstmal 20 Pfannen, aber früher war das auch so. Du brauchst vor allem 20 Eier, die du alle brauchst. Wenn Oma früher Hähnchen gemacht hat oder so für die ganze Familie. Das ist wieder total geil heute, ne? Das war halt voll viel auch. Wir haben hier eigentlich, sagen wir, das ist das Wunschfilm, aber wir unterhalten uns nur über die Kopf.
die Folge. Wahrscheinlich, weil er so in den Köpfen ja. drin hängt und die gar nicht aufhören wollen zu reden. Ja. Jetzt aber bei der Macht von Grayskull. Ja, natürlich. Ja, ich muss ja schreien. Eigentlich ist das ja ein Star Wars-Einspieler von ihm. Was? Ja, ich kann es ja jetzt nicht mehr. Und du mit deinem Schwert sagst, möge die Macht mit euch sein, mit dem Schwert. Ich habe die Kraft, welche? Tja. Die hat er. Natürlich. Und sie auch. Was? Die lockt doch jetzt schon. Die lockt doch jetzt schon, Alter. Sie sagt, oh, ich bin im Netz gefangen. Oh. Da. Das ist ein bisschen wie das rote Pferd, was ich mir selber genäht habe. Und das hier, Ada Wong, Resident Evil mäßig. Die Klamotte. Und das Geile ist, irgendwie haben alle Frauen in diesem Universum rote Haare. Ich weiß schon ganz genau, warum ich da irgendwie so einen leichten Fetisch für habe. Ein leichter Fetisch, nennen wir es mal. Nein, ich habe keine roten Haare, deswegen lebe ich auch im Keller, aber gut. Also, ich habe die rote Perücke, komm her. Heute darfst du hoch. Ja. Heute darfst du nach oben. Einmal Licht und frische Luft. Access only when you wear your red wings. Ja. Perfekt. Wir torpedieren all meine Kanäle. Oh, all meine Formate. All seine Kanäle. Der hat nämlich noch hier, weißt du? Ja, ich hab noch ganz andere Kanäle. Zweitkanäle, ja. Auf hier Pornhub. Aber ich wollte sagen, die gibt's halt nicht auf YouTube, ne? Nee. Haben sie das eine nicht getroffen? Auf den Kanälen weine ich auch ziemlich viel. Ich denke immer, wer wimmert da im Hintergrund? Das warst du. Bitte lass mich aus dem Raum. Ich ziehe auch die rote Perücke auf. Ja, aber jetzt nach den Kraftwerken. Die Folge ist tatsächlich eigentlich ziemlich cool. Ja, ja. Allerdings glaube ich... Versuch das wieder in die richtige Bahn zu bringen. Wenn man sich für Masters interessieren würde. Masters ist schon geil, aber ich finde uns halt witziger. Aber Mattel hat auch irgendwie kein Erfolg geschöpft, weil... Die ganze Sache ist, man hätte die ganze Zeit irgendwelche Figuren da platzieren können, um die zu verkaufen, weil dafür war das ja damals da. Ey, ohne Witz, das ist so richtig Was hast du denn da gesagt? Frühling jetzt hier. So Frühling und irgendwie Westpark und geil. Ja. Der plappert mir immer dazwischen, wenn ich was Wichtiges sagen will. Nein, was ich gesagt habe ist, Mattel hätte daraus Gewinn ziehen können und die ganzen Figuren auch irgendwie rausbringen. Aber daraus, davon gibt es gar nichts. Aber die Folge ist generell geil eigentlich. Ein übler Analplug, ey. Ey, weißt du, was übrigens geil ist? Also nicht sicher. Wo wir gerade bei üblem Analplug sind, ja, erzähl. Ich hatte ja, als wir diese Kraftbällchen zubereitet haben, waren wir ja vorher im Rewe, da habe ich mir ja noch schön so ein halben Liter Kirschjoghurt-Drink reingezogen. Wo du gesagt hast, der hat ordentlich durchgewedelt. Ja, aber es geht jetzt. Ja. Das schmeckt auch so. Das hat nämlich auch von diesem. Aber ich finde das so krass, weil ich finde das Porter ist, da kann ich eins von trinken und dann ist es eigentlich Feierabend. Und das wäre jetzt so eins, da könnte ich echt so. Finde ich gut. So einen ganzen warmen Abend durchtrinken. Ja. Es tut mir auch total leid, wenn es hier gerade nicht um diese Masters-Folge gibt, die sie ausgesucht hat und die wir gucken und die ich gar nicht so scheiße finde, weil ich versuche mich da echt zu konzentrieren. Ja, die unterhalten sich hier über. Das ist halt das. Über alles. Ah, okay. Ja. Deep Talk. Ey, was ist eigentlich mit Sommerhaus der Stars? Demnächst, Alter. Nein. Hör auf, schockier nicht die Leute, aber gut, dass das bei mir ist auf dem Kanal. Das ist bei mir auf dem Kanal, das hält hier auch keinen Einzug. So, hier. Ihr wisst gar nicht, wie viel geht jetzt. Aber angefragt? Nix. Ja, ich würde hier. Wer ist deine neue Spiegelfährte von Iris Klein? Wer ist das? Die Katzenberger Mutter, mein Gott. Okay. Jetzt geht's los. Mach da keine Text rein. Sonst kriegst du hier nur Fronts, Alter, von den ganzen, weißt du, die sowas supporten, ey. Oh, der Sample. Schöne Grüße an Profan 78. Der Motobeat, den ich mal laufen lasse. Ach, wenn man ab und zu welche schreiben, was ist das denn für ein Instrument und so? Oder hier, oder das eine, oder ist das mit dem Skeleton-Team? Team. Wem? Ich hab da mehr, der hat verschiedene mal gemacht. Ja, aber hier ist er auch. Oder was gut fand er sich. Das bietet sich ja auch an zum Sample. Ja, richtig geile Dinger also. So, Tila sagte ihr, ich möchte nicht die Spinne sehen, die das gesponnen hat. Und dann wissen wir ganz genau, dass diese Spinne noch erscheinen wird. Ach, war ja auch wieder, aber das ist nicht Spider, ne? Spider ist ja eine mechanische Spinne, ne? Boah, das wäre geil. Aber ich glaube, die haben das auch eingebaut. Ich muss mich mal hier Aber da hat Mattel echt verschwendet, weil da hätten sie noch total viele Charaktere gehabt, die man auch noch hätte rausbringen können, auch damals schon. Oder hier als komplette Festung oder so, einfach nur diese Bäume.
Schönheit. Du gehst vor mit diesem Bullen da. Ja. Ach, das ist doch geil. Ich baue ich dir aus Pappmaschinen, ist kein Problem. Ja, ich mir auch. Den von Lord Turing. Was ist denn los? Entweder ist das Fleischbällchen jetzt. Boah, das macht sich gerade wieder zusammen so. Kein kurze Konfetti. Nein, nicht. Nein, das ist einfach abzufahren. Nein, das wollen wir nicht. Jetzt wissen wir aber auch, warum da nur vier für vier Portionen standen, nur für vier Stück. Ja, das ist also ein obwohl, so ein Ding ist. Obwohl, wenn ich so richtig ehrlich bin, ich hätte jetzt auch noch Pommes zu essen können. Ja, natürlich. Da gibt's eine Beilage, ja, aber ein so ein Ding generell reicht. Jetzt sag mir noch mal, das macht keine Schönheit. Vom Sättigungsgefühl? Ja. Nein. Oh. Echt? Ja, ich bin auch voll. Ja, bin ich auch. Ja, ja. Mhm. Ich bin auch total satt. Ja, den Club schon mal. Ich bin ja weg da. Ja, genau. Oh nein. Oh, er hat den Thron zerstört. Oh nein, jetzt geht's ab. Wie lange geht so eine Folge? 20, 25 Minuten irgendwas. Okay. Aber ja, komm mal, He-Man. Oh, er wirkt die Schlange. Er wirkt die Schlange. Ja. So, pass auf. Jetzt kriegst du... Passt halt zu den Kopfbällchen, ne? Ja, ja. Ist ihm fast ein Lendenschurz geplatzt, ey. Sieht man eigentlich was jetzt gerade auch davon? Oder, Weiß ich nicht. Die Moto-Fans kennen das ja eh halt, ne? Die Moto-Fans sollten das kennen. Die Schlafenden der Wachen, das sind ja hier vor 400 Jahren in so einem geheimen... Nein, 200. Hast du nicht aufgepasst? 200, 400, keine Ahnung. Guck mal, hattet ihr einfach alle in so einem Sack gewickelt, ey. Ja. Wer ist sie denn überhaupt? Hast du nicht die geile aufgepasst? Uschi im das ist Kleid. Die vor 200 Jahren sich da hingelegt. Ja, aber wie heißt die? Die sieht ein bisschen aus wie... Oh, wie heißt denn diese eine Perle? Vampirella gibt's nicht, ne? Das ist gelogen. Wie heißt sie denn? Nee, Vampirella war ja... Oh, hab ich jetzt... Nicht nee, du weißt, glaube ich, aber wenig mal. Kommen wir nie durch. Gibt es Vampirella überhaupt? Ja, Vampirella ist aber das ist auch die hier mit den die hat bei Ed Wood damals mitgespielt, das ja. In Filme auch und so. Und hat halt ihre eigene Fernsehshow gehabt. Ja, aber so sieht die noch aus. Sie hat auch Elvira, so diese... Elvira später. Elvira, so. Ja, aber die war schwarzig-haarig. Nein, die ist eigentlich rothaarig. Guck dir doch mal das Gesicht an. Die Elvira Schauspielerin. Die ist rothaarig. Ich hab den Namen jetzt wieder vergessen. Petersen, blablabla, Petersen. Die ist rothaarig. Die ist rothaarig. Die hat in der Show schwarz-haarig. Oder wie alt die jetzt ist, die sieht aus wie, keine Ahnung, Alter. Die ist, aber ich finde, da gibt es Ähnlichkeiten. Kann man auch machen. Ja, das geht schon. Aha. Es ist wieder der Hässliche. Geiler. So, der einsam ist aber auch hässlich. Ja. Um unser Königreich wieder aufzubauen, Milady. Der hat doch einfach keine Oberlippe. Das der hat nee, die ist irgendwie so abgefallen. Ja, aber das sieht geil aus, mit den Augen und so. Bist du? Wer ist denn das? Warte. Tübingen, ja. Tübingen. Ist Tübingen, hört sich an wie ein Ort in Süddeutschland. Ja, Tübingen unter Haching. Ja. Und da sind sie. Jetzt kommen die Spinner. Pass auf! So, jetzt geht das schick die Gar-Sims, Alter. Aha. Kennst du noch die Gar-Sims? Wer sind die Gar-Sims? Dunkle Kristall? Ach, da. Ach, diese. Voll geil. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, seitdem ich den Film mal wieder geguckt habe. Dunkle Kristall? Ja. Ich habe Doppel-DVD auf dem Trödel geholt, für einen Euro oder so. Labyrinth und Dunkle Kristall. Mit was? Specials drauf, Making-of halt und so. Mega. Richtig geile Making-of halt. Ich habe die vor Jahren mal geguckt halt, weil ich die mal hatte, dann wieder irgendwie abgegeben habe. Ja, Labyrinth auch super für. Ja, kann ich dir mal mitbringen, also voll schön halt. Was könnte man jetzt zum Labyrinth Schönes essen? Zwerge. Kleinmützen. Irgendwas mit Zwerge wäre schon ganz gut. So. Nee, was wird denn da überhaupt? Ja, ein Apfel. Irgendwas mit Apfel. Nee, das ist ein Pfirsich. Weil er gibt doch Jennifer Connolly selber, gibt er doch hier der. Ja, da müsste ich aber was Warmes mit Pfirsich oder mal so Nachtisch-Action? Ja. Nachtisch-Action. Doch mit oder? Zucker ist beim Saufen auch sehr geil. So was Süßes so. Ja. Oh nein, volle Explosion. Und der böse Mensch. Minister ist schon wieder voll drin. Oh, was hat er getan? Pass mal auf. Pass auf. Er kommt noch zurück und sagt so, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir so leid. Und ich bin zwar seit 150 Jahren voll der böse Typ, aber jetzt nicht mehr. Weil nee, pass auf, das wird passieren. Ja, ein bisschen was. Ja, seid ihr nicht so sicher? Dass sie es nicht. Du hast die doch schon gesehen, die Folgen, Alter. Aber das ist schon ewig. Ja, das macht ja nichts. So was ist, hat man doch drinnen dann. Ja, aber ich erinnere mich leider nicht an über alle 100. Sind das eigentlich diese Mini-Drachen, die du mal bei irgendeinem Set bei hattest? Das könnte sein, dass sie. Aber weißt die man mal in Wald hat? Sonst waren die denn bei? Sonst wäre das ja traurig. Das könnte sein, dass das diese.
In dem Set waren die doch da, ne? Ach, guck mal. Diese Mini. Ja, Teamwork. Ja, natürlich. Das sind die Welt. Das sind die. Das sind die. Ich schwör, war wie geil. Naja, hätte er die nicht gegessen, hätte er das Ding noch nicht gegessen. Oh, für die Hilfe. Freund. So, und jetzt weg. Was denn, mein Freund? Wen möchte er denn noch? Oh, guck mal, die Schlange rettet er auch, ne? Ja. Die soll da nicht im Sack erschlagen werden. Die wirft da jetzt hier den Tempel von Kalima, Alter. Und dann gibt's hier. Oh, oder hier, Conan, ne? Tulsa Doom. Ah, ja. James Earl Jones, Alter. Nee, da ist auch Schlange. Ja, James Earl Jones. Ja, war das doch, oder nicht? Ja, ja. Ja, der Darth Vader hier, ey. Also wenn Stimme. Du zurückspulst, siehst du auch bei diesem Tempel die He-Man-Kraftbällchen. Da waren auch so zwei so eiförmige Steindinger mit so einem kleinen Obelisken in der Mitte. Na, wer hat sich da denn wo was bei gedacht bei den Zeiten? He-Man. Die Macht des Bösen, der ich von jetzt an entsetze. Nein! Ja. Ich wusste, dass er ein Guter wird, weil er der Macht des Bösen entsagt. Sein Amulett ist auch direkt zersprungen. Und sie auch. Und sie auch. Zack, hier schön. Keks weg. Und jetzt verwandeln sie sich. Oh, jetzt werden wir 300 Kinder zeugen. Oh, sie ist riesig. Guck mal, wie riesig sie ist. Aber die steht irgendwo. Ich versichere dir, es geht gut. Die ist schon, echt? Ja, ist der emotional ergriffen davon? Ich habe es noch einmal mit dem Reiter. Also den Mond da hinten, finde ich am geilsten gezeichnet. Der sieht auch aus wie so eine Flöte. Ja. Echt schon? Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein. Zuck das Pferd an, komm schon. Ja, das Pferd, ich schwöre, das ist Swift. Ich kann eh nicht mehr sitzen. Swift, was ist das so? Pegasus? Ja, das ist das Reittier von She-Ra. Ah, ja, und She-Ra hat das Swiftwind. Ah. Ja. Teuer? Gibt es das noch? Oder? Ja, kannst du. Ja, teuer, ja. Ich glaube. Ah, nee, in der Mickey Mouse-Hefte war immer. Doch, Princess of Power ist doch She-Ra, oder nicht? Es gab aber noch so ein anderes Princess-Ding. Irgendwas, die waren so ähnlich wie so She-Ra-Figuren. Ja, gab es. Fantasy Barbie. Gab's bestimmt. Hab ich Werbung gefunden, oder? Ich finde, einer von uns sollte sich aber noch die He-Man-Frisur machen. Also irgendwie. Ja, ich bestimmt nicht. Wie soll das denn noch funktionieren? Ich kauf dir eine. Nein. Nein. Vielleicht eines. Nein. Ich habe das beim Daniel gesehen. Auf Los Amigos, als er als Prinz Adam mutiert ist. War schlimm. Aber warte. Okay, wir müssen mal ruhig sein. Jetzt, jetzt kommt die Weisheit. Ah. Hallo, heute haben wir einige Leute kennengelernt, die über 200 Jahre geschlafen hatten. Nun, so viel ist nicht nötig, aber es ist wichtig, dass man genug Schlaf bekommt. Also, was ihr nicht vergessen solltet, ist nicht zu viel von dem Schlafen gehen. Wenn ihr das will, oder was? Sind gut von ihm zurückgehen. Was ein Spaß. Versucht jeden Abend zu tun. Ja, haben wir uns ja komplett dran gehalten, Leute. Haben uns ja komplett dran gehalten. Super. Weißt du, so einen Klumpen Fleisch reingehauen und so, top. Danke, Orko. Ich kann besser schlafen, wenn ich körperliche Anstrengungen vor dem Schlaf. Oh, die Stunden. Ja, und mit diesen Worten wünsche ich einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Hier. Die Folge ist vorbei. Die Stubenfliege Fuck ist auch wieder am Start. Es war Chaos genug, jetzt könnt ihr abschalten. Abschalten, abschalten, top, abschalten. Hau ab, du Kack!